Jetzt haben sie mich erwischt. Auch ich brauche ab und zu eine Pause. Mein sehr verehrtes Publikum, ich begrüße Sie wie immer aufs Herzlichste bei der Jazzwerkstatt Wien Fernsehküche. Meine heutigen Gäste brauche ich Ihnen nicht lange vorzustellen. Sie kennen sie direkt von der Open-Air-Bühne zu uns in die Küche. Bulbul! Grüß Gott. Guten Tag. Das mit der Bodyhose ist nur für diesen armen blöden Witz, ne? Von der Open-Air-Bühne und dann steigen wir mit der Bodyhose da. Das war natürlich extrem super aus da. Ich habe leider keine Brille gehabt. Das war ein bisschen schlecht ausgerüstet. Ah, ich sehe, Sie haben etwas mitgebracht. Ja, wir haben beste Fisolen aus Ägypten. Mhm. 900 Gramm. Mhm. Circa. Wir machen einen Fisolensalat heute. Mhm. Und weiche Eier. Mhm. Na dann, können wir beginnen. Und zum Trinken wollen Sie uns nichts anbieten. Sehr gerne, natürlich. Wir haben ja bei der Kosche einen Doppler zum Trinken gekriegt und ich finde, er war ein bisschen wassrig, aber okay. Meine Damen, auf gutes Gelingen. Ne? Ja, Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Meine Damen und Herren, wussten Sie, dass die Gartenbohne botanisch zu den Körnlegimosen gehört? Gartenbohne botanisch zu den Körnerlegimosen gehört. Genial! Herr Friedl. Ja? Ich habe mir nach Ihrem Konzert letztens, das sehr schön war, Folgendes notiert. Ich rezitiere. Ich wollte ein romantisches Gedicht rezitieren, was ich natürlich nicht nach dem Konzert geschrieben habe. Die letzten Meter gehe ich zu Fuß. Und werde dann noch ordentlich etwas spachteln. Der hat ein Gedicht. Haben Sie auch etwas gegessen nach dem Konzert? Nach dem Konzert? Ja, einen Kaugummi. Mhm. Ein damit, Kaugummi, damit der Polizei nichts merkt. Damit der Polizist nichts merkt. Ja. Mhm. Mhm. Das stimmt. Wie war es mit ihm? Da macht man so Bewegung beim Sitz. Oder wenn die Band spielt und der gerade nur beim Mikrofon steht. Da ist es so ein bisschen so. Und wie ich mit ihm gekocht habe, war das war total ruhig und also total normal. Mit ihm? Ja, also er war halt schon tot, aber sonst super. Wir haben viel gekocht gemeinsam. Einmal war der Abfluss verstopft nach dem Geschirr abwaschen. Naja, also meine Natürlichkeit vor der Kamera ist natürlich das, warum mich Leute fragen für Sendungen. Und dann habe ich ihm erklärt, wie man das repariert. Mhm. Mit dem Siphon unten. Dieses Jahr haben Sie einen Preis bekommen? Ja, echt. War unwichtig so gesehen jetzt, aber schön, ja. Mhm. Den hat der Amadeus Heidenpreis, genau. Schön, ja. Verstaubt recht schnell, aber ist sonst schön zum Anschauen. Mhm. Ich habe mich auch verkleidet
Und sie werden halt jetzt zu Kochshows eingeladen. Nicht? Das ist ein Riesenvorteil, stimmt. Habe ich gefragt, ob sie jetzt schon Frühstück machen? Wurde beiderseits bejaht. Der eine hat gesagt, er kann extrem gut für so einen Salat, der andere hat gemeint, er kennt sich mit Eier aus. Dann haben wir gedacht, das klingt nach einer guten Band. Herr Roland, ja. Mögen Sie Tiere? Ja, Tiere. Welche Tiere gibt es so viel? Man dachte, der Mann, meine Haustiere. Ja, vor allem meine 4 Hauskatzen mag ich sehr gerne. Und darf ich fragen, wie alt Sie sind? Nein. Sagt mir der Koch, ob, wie alt ich bin. Was ich extrem. Zuerst fragt er mich, ob ich Tiere mag, dann wie alt ich bin, ob das leicht. Das hat ja nichts damit zu tun. Was die Zuseher bestimmt interessieren wird, kochen Sie? Gern oder aus Zwang? Meistens aus Zwang. Wegen dem Hunger. Genial. Kann man kurz zurückspielen zu dem Zeitpunkt und dann richten wir das an, okay?